So, hallo und herzlich willkommen am Schloss, im Wald sind wir nachher. Dendrotour, ja, also Baumkunde, habe ich lange nicht gemacht, wollte ich jetzt gerne hier mal machen. Kann ich garantieren, dass nicht noch ein paar Bäumchen dabei sind, die man woanders schon gesehen hat. Ich würde es dann einfach so machen, dass ich euch erstmal das Zeug zeige, euch ein paar Merkmale und ein paar Winke mit dem Zaunpfahl mit auf den Weg gebe. Und für diejenigen, die dann schon ein bisschen gebildet sind, was die Baumbestimmung angeht, die können dann eben selbstständig schon mal raten, worum es sich handelt, und die Auflösung folgt dann sofort danach. So, hier direkt hinter mir bzw. über mir steht was, das hat eine längsrissige Borke, ja? Eine grobe, relativ grobe Borke, wird im Alter noch ein bisschen gröber und hat diese Blätter. Und diese Blätter sind auch schon sehr charakteristisch, das heißt auf weitere Bestimmungsmerkmale. Moment, ich wurde gerade unterbrochen. Ja, Schatz. Ich weiß es. Was könnte es sein? Eine Eichenart. Ja, danke. Das war die rote. Ja, die Roteiche. Die ja, also wie Frau Schatz korrekt. Jetzt habe ich voll gespoilert. Ja, gespoilert hat. Es handelt sich um die Roteiche. Also Eichen haben alle diese Blätter mit diesen seitlichen großen Lappen. Das sehen wir bestimmt noch bei den heimischen Eichenarten. Jetzt wird es schwierig mit Licht. So. Und haben alle eben irgendwelche Lappen. Wie sehr die jetzt gelappt sind, wie sehr die spitz zulaufend sind, wie sehr die jeweils Besonderheiten aufweisen, das unterscheidet sich halt von den Eichenarten. Aber diese Grundstruktur des Blattes ist bei allen Eichen gleich. Und die Eiche, die bei uns rumsteht und spitze Lappen hat, die ungefähr so lang sind wie bei unseren einheimischen Eichen auch, das ist die Roteiche. Ja? Die heißt so, weil sie im Herbst eine rötliche Färbung annehmen kann. Nicht muss, aber kann. Und das ist dann ganz hübsch. So, jetzt gehen wir erstmal richtig los, weil das war jetzt erst nur so auf dem Parkplatz zur Einstimmung und ab sofort dann auch mit Windpuschel. So, jetzt hier sogar mit Aussicht und mit weiteren Bäumen. Das ist hier eine Allee aus diesen Dingern da. Und ja, die sind... Ich sag mal, die werden sehr, sehr alt. Die stehen gerne mal als Allee rum. Sie haben ein gutes Holz zum Schnitzen. Vielleicht errät es jetzt schon jemand. Gehen wir mal ein Exemplar noch ein bisschen näher ran. Es gibt sie in Deutschland in drei wesentlichen Arten. Zwei davon stehen hier rum. Vielleicht finden wir die dritte auch noch. Und der Siegfried, der mag sie nicht. So, und wenn ich euch jetzt noch sage, dass die Blätter... so ausschauen, ja, das sind einmal die von der einen, das andere Blatt ist von der anderen, allein jetzt mal von der Form, und dann wird es jetzt hoffentlich der ein oder andere bereits erkannt haben, es handelt sich um die Linde, und zwar, Moment, jetzt muss ich nur aufpassen, dass mir hier nichts wegfliegt und die Kamera auch nicht, das hier ist ein Blatt von der Winterlinde. Er hat die typische Lindenform, also elliptisch meistens bis herzförmig. Unten ja, so leicht herzförmig mit aufgesetzter Spitze. Rand fein gesägt, kann man hier sehen, ja, fein. Und auf der Rückseite haben wir in den Achseln vom Blatt, also in den Nervenachseln, haben wir eine kleine Behaarung. Das ist bei manchen Winterlinden auch noch deutlich besser zu sehen. Die hier hat auch auffallend kleine Blätter. Das ist auch nicht unbedingt typisch. Aber eben diese Achselbehaarung, die ist es. Hier einmal ganz unten am Blatt deutlich und ich sag mal etwas oben drüber weniger deutlich. So, und jetzt beachtet bitte die Farbe der Achselbehaarung. Die sind kräftig braun, würde ich sagen. Und das ist nämlich ein Bestimmungsmerkmal, was ich dazu mal gelernt habe. Das ist nicht ganz unumstritten. Denn hier haben wir eine Sommerlinde. Winterlinde, Sommerlinde. Hat vom Blatt her nahezu eine identische Form. Also man kann jetzt nicht an der Blattform selber Winter und Sommerlinde so einfach unterscheiden. Zumindest kann es ich nicht, vielleicht kann es irgendjemand.
Aber was ich mir gemerkt habe, wenn man das jetzt umdreht und hier guckt, und dann kriegt man auch wieder auf der Rückseite diese Achselbärtchen, die sind weißlich, also deutlich heller, ja, nicht deutlich braun, sondern hell. Zum Vergleich hier nochmal die Winterlinde, braun. Und hier nochmal ein schöneres Blatt habe ich leider nicht gefunden. Die Sommerlinde, ne, deutlich weißer, deutlich blonder. Ne, also man könnte fast sagen, die Winterlinde ist die brünette Linde und die Sommerlinde, das ist dann die Blondine, ja, unter den Linden. Was jetzt nichts zur Qualität in irgendeiner Form aussagt. Die haben unterschiedliche Blühzeiträume. Deswegen spricht man auch gerne von der frühen Linde bei der Sommerlinde und von der späten Linde bei der Winterlinde. Ja. Jo. Lindenholz eignet sich hervorragend zum Schnitzen, habe ich ja schon gesagt. Ist ansonsten ein eher ja, für Kinderspielzeug, für Kochutensilien und so weiter und so fort ganz gern mal genutztes Holz, aber jetzt nicht als Bauholz oder Konstruktionsholz, eher selten im Einsatz. Für Möbel auch eher ungewöhnlich, dass man da Linde nehmen würde. Und sie ist natürlich einer der zwei Biergartenbäume in Deutschland zusammen mit der Rosskastanie. Kann man entweder unter den Linden oder unter den Kastanien entsprechend sein Bier genießen. Jo, weiter geht's. Ja, nächste Baumart. Wie wir gerade gesagt haben, es gibt drei heimische Linden. Ja, das ist jetzt die dritte. Muss ich in diesem Fall jetzt schon verraten, habe ich es leider kaputt gemacht. Schaut so aus, wieder Lindenblatt. Von der Blattvorderseite her wieder ziemlich identisch mit den anderen zwei Lindenblättern. Kann man schwer nur unterscheiden, aber wenn man es umdreht, sieht man eine doch leicht schimmernde Unterseite. Ja, also wenn man es so im Licht ein wenig dreht, fällt das auf. Auch am Baum selber kann man, wenn man auf die Zweigunterseite sieht, durchaus, na gut, es ist schon zu sehr Herbst, aber man kann es schon erahnen, man kann es einigermaßen sehen. Es gibt manchmal Fälle, das ist noch etwas deutlicher, aber saftig grün, mattgrün, saftig grün, mattgrün. Und da ist richtiges Silber. Natürlich nicht gibt im Pflanzenreich, nimmt man so ein weißliches Grün mit so einem gewissen Schimmer immer gerne als Vorwand, um einen Baum als Silberpappel, Silberweide, Silber was auch immer, Silberlinde zu bezeichnen. So, und da wir uns ja auf die Achselhärchen als Bestimmungsmerkmal versteifen wollen, das ist nicht das Einzige, aber ich persönlich arbeite gerne mit denen und habe das auch so gelernt. Mag Leute geben, die das anders machen. Das ist immer so bei der Botanik. Jeder hat so seine Lieblingsbestimmungsmerkmärchen. Merkmärchen, schönes Wort. Und hier haben wir hinsichtlich der Achselhärchen jetzt die Besonderheit, es gibt keine. Silberne Unterseite, leicht schimmernd, deutlicher Farbunterschied zwischen Ober- und Unterseite, keine Achselhärchen. Die Silberlinde. Sehr selten findet man eigentlich nur auf irgendwelchen baumkundlichen Lehrfäden, Pfaden. Und auf demselbigen sind wir hier auch gerade. So, und jetzt noch mal ganz kurz ergänzend zu den Linden, was ich eben noch nicht gesagt habe. Das ist auch ein alter Stadtzentrum, Dorfzentrum und Versammlungsbaum, unter dem auch Gerichte, das Lindengericht, entsprechend abgehalten worden sind beispielsweise. Da hat er wohl auch das ein oder andere Mal Leute dran aufgeknöpft, soll auch schon vorgekommen sein. Und solche Späße, ja. Also ein Baum, der schon immer stark mit dem kulturellen Zentrum eines Dorfs verknüpft gewesen ist. Was heißt schon immer? Jetzt die letzten Jahrhunderte, die letzten Jahrzehnte zumindest, nicht mehr so richtig. Ja. Aber früher war das wichtig, da gehörte die Dorflinde dazu. Dörfer, die noch eine Dorflinde haben, das sind jetzt auch nicht mehr so viele, da gehört sie selbstverständlich auch noch dazu. Und sie kann eben theoretisch 1000 Jahre alt werden, dafür muss man aber oft ein bisschen nachhelfen und sie ein wenig stützen, weil sie sonst zusammenzubrechen droht. Das Holz ist halt eben nun mal nicht so stabil. Gilt für alle drei Linden ungefähr gleichermaßen. Die Silberlinde wurde selten als Dorflinde oder als besonders altes Exemplar verwendet. Aber ja, ne, das sind also entsprechend die Linden. Und jetzt nochmal
Jetzt habe ich gesagt, baumkundlichen Lehrpfad, auf dem wir hier sind. Welcher ist es denn? Der von Schloss Eberstein im Murgtal. Und das kann man so dann entsprechend googeln. Dann wisst ihr Bescheid, wo ich hier eigentlich rumrenne. Nur für wen es interessiert. Wir gehen weiter. So, hoppala. Da haben wir jetzt was, das kennt man vom Stamm her. Gut, okay, der Stamm ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so charakteristisch bei dieser Baumart. Es gibt viele Bäume, die eine ähnliche Borke ausbilden. Das ist zwar eine unserer bekanntesten Baumarten mit Sicherheit, trotzdem eben nicht besonders charakteristisch rein von der Stammform, von der Borke her. Von der Verzweigung hingegen kann man schon ganz schön relativ bald und einfach erkennen, dass es sich, Entschuldigung, ich halte euch gleich wieder gescheit. Ihr könnt das an den äußeren Zweigen ein bisschen besser erkennen. Und man sieht vielleicht auch schon den Umriss von ein paar Blättern. Im Regelfall muss man sie sowieso auf diese Weise bestimmen, weil sie selten so niedrig sind, dass man ans Laub überhaupt noch vernünftig rankommt. Ne? Und hier habe ich ein entsprechendes Blatt. Wir hatten schon bei der Roteiche angesprochen, dass diese typische Lappung, das typische Eichenblatt, eben sehr charakteristisch ist. Unsere heimischen Eichen haben immer ein paar mehr Lappen, als das bei der Roteiche der Fall ist. Und sie sind halt eben entsprechend abgerundet. Beide heimische Eichen. Es gibt theoretisch noch eine dritte. Auch die Pflaumeneiche ist in Deutschland, zählt zu den heimischen Arten, weil sie vermutlich im Kaiserstuhl tatsächlich die Eiszeit irgendwie überstanden hat und da überdauert hat. Und wir dann also dementsprechend ein tatsächlich heimisches Pflaumeichen-Vorkommen haben in Deutschland. Aber die häufigen Eichen, die man so in der Landschaft finden kann, das sind einmal Stieleiche und einmal Traubeneiche. So, und wie kann man die unterscheiden? Ich hoffe, wir finden auch noch eine ausgesprochene Stieleiche, indem man sich den Blattgrund anguckt. Blattgrund ist das, wo der Blattstiel und das Blatt ineinander übergehen. Das ist der sogenannte Blattgrund. Und bei der Traubeneiche fehlen hier die Öhrchen. Die Stieleiche hat Öhrchen. Es ist also mehr oder weniger ein glatter Übergang zwischen Stiel und Blatt am Blattgrund, ohne dass hier irgendwie groß noch was abstehen würde. Ne? Da. Das ist ein Charakteristikum der Traubeneiche. Außerdem, wenn wir uns hier hinten die Blattadern anschauen, da haben wir grundsätzlich eine Blattader, die geht immer in die Spitze, also in die Lappen. Ja? Die Blattadern gehen immer in die Lappen. Und bei der Traubeneiche gehen die Blattadern tatsächlich immer in die Lappen. Bei der Stieleiche gibt es vereinzelte Nebenblattadern, die nicht in die Lappen gehen, sondern in die Buchten. Also die Einbuchtungen zwischen zwei Lappen, das nennt man Buchten. Und es gibt eben Blattadern, die in diese Buchten führen. Und eine richtige Blattader muss hier in der Mittelachse entspringen und dann in so eine Bucht verlaufen. Das wird man bei der Traubeneiche im Regelfall nicht finden. Ja? Aber manchmal, gerade bei den Eichen, gibt es einzelne Exemplare, bei denen es extrem schwer ist zu unterscheiden, ob es jetzt eine Traubeneiche oder eine Stieleiche ist, weil sie zum Beispiel Öhrchen hat, aber keine Adern in die Buchten, oder sie hat keine Öhrchen, dafür aber Adern in die Buchten. Die Eichen können wohl auch in manchen Fällen hybridisieren und bilden dann in irgendeiner Form so eine Zwischenform, die dann eben entsprechend schwer zu bestimmen ist. Ja? Aber das ist eher selten. Mitunter ist es nicht einfach, die beiden auseinanderzuhalten. Standörtlich ist es auch nur ein geringfügiger Unterschied, wo die Traubeneiche, wo die Stieleiche vorkommt. Man kann eigentlich überall, wo die eine wächst, die andere auch so ein bisschen hinstellen. Da gibt es ein paar kleinere Vorteile, ein paar kleinere Nachteile. Das ist alles durchaus inzwischen aber ganz gut erforscht. Muss ich jetzt auch nicht alles aufzählen, nur sie sind sich schon sehr, sehr ähnlich, die beiden Eichenarten, und unterscheiden sich dann nur in kleinen Details voneinander. Am Holz kann man sie zum Beispiel überhaupt nicht unterscheiden. Das ist identisch. Ist nicht möglich, da irgendeine Feststellung zu machen, um was es sich jetzt handelt. So, das hier, das kann man jetzt sofort sehen. Da muss ich auch mal gar nichts abrupfen diesmal. Ist eine Esskastanie, Castanea sativa. So, ich sollte vielleicht jeweils noch dazu sagen, wie die auf schlau heißen. Mache ich ab sofort. Bei den ersten blende ich es ein.
Castanea sativa ist die Maroni-Kastanie, wenn man so will, auch gerne Edelkastanie genannt oder eben Esskastanie, die ja deswegen auch Edelkastanie, weil sie halt anders als die Rosskastanie, die bloß fürs Ross gut ist, ist die hier edel und kann von uns gegessen werden. Also das so ein bisschen zur Namensgebung, das spielt dann schon eine gewisse Rolle. Haben die Römer mitgebracht, ist dementsprechend seit ca. 2000 Jahren in Deutschland anzutreffen. Ob die jetzt heimisch ist oder nicht, sie gilt als heimisch. Kein Mensch sagt, das wäre was Fremdländisches und invasiv, das sagt keiner mehr. Ja, also 2000 Jahre ist dann offensichtlich lang genug, dass man vergisst, dass die im Grunde genauso eingebürgert ist wie eine Douglasie. Das ist ganz spannend. Zu erkennen an den auffallend, jetzt muss ich doch eins abmachen, es ist einfach einfacher, an den auffallend langen Blättern, ja, also wirklich auffallend lang, deutlich länger als breit, dann sind sie gesägt mit einer richtigen Sägezahnung. Man könnte sich Sägeblätter vorstellen, die eine solche Zahnung entsprechend besitzen, nochmal mit aufgesetzter Spitze. Und allein die Dimensionen dieses Blattes machen sie eigentlich nicht verwechselbar. Nichts anderes hat Blätter, die denen der Esskastanie irgendwie nahe kommen. Das heißt, wenn ihr euch einfach dieses Bild einprägt und auch die Dimension, die Größe der Blätter, die können auch noch deutlich größer werden als dieses, dann ist es ganz einfach, die zu erkennen. Sicherlich eine der am einfachsten zu bestimmenden Baumarten, die wir so haben. Typisch ist übrigens auch die Borke, die wir da drüben nochmal schön angucken können. Ach so, und wer es gar nicht weiß, eine Esskastanie trägt diese Früchte. Ich zoome das dann hinterher noch mal ein bisschen, im Schnitt noch ein bisschen mehr ran. Aber hier am Boden liegen auch welche. Also so richtige Stacheligel. Ja, und hier kann man die Rinde schön sehen, also auffällig längsrissig, oft mit einem gewissen Drehwuchs. Ja, wir haben hier, gerade wenn man da noch ein bisschen weiter hoch guckt und das Ganze gerade hält, eine leichte, hier auf der Seite sieht man es auch schön, eine leichte Drehung auch drin. Das ist alles nicht schnurgerade, sondern schon durchaus mit einer gewissen Kurvenbildung behaftet, die Linien entsprechend im Holz. Eichen werden sehr gerne drehwüchsig und wenn sie in der Rinde eben diese Drehung haben, diese schräg nach oben wachsen, dann haben sie das auch im Holz dahinter. Das ist also ein insgesamt leicht gedrehter Stamm, ganz typisch für Kastanien. Ja. Das kommt dann gleich. So, hier haben wir jetzt nochmal eine Kastanie. Sieht im Grunde in fast allen so aus wie unsere heimische, das ist aber die amerikanische. Und das ist dahingehend bemerkenswert, dass Kastanie zusammen mit Eiche und Buche eine Familie bildet. Das sind alles die Fagazäen, die Buchengewächse. Und da gehört die hier halt eben auch dazu. Und es ist einfach logisch, dass aus den unteren verschiedenen Gruppen der Buchengewächse, die es alle in Amerika gibt und die es alle auch in Europa gibt, natürlich auch eine der Kastanien, also der richtigen Kastanien, der Fagazäen-Kastanien, in Amerika zu finden ist. Und wenn man die dann bei uns anpflanzt, siehe da, die wächst auch bei uns. Ja, also ganz, ganz typisch in vielen Fällen so, weil Nordamerika und Eurasien ja auch schon häufiger in der Erdgeschichte zusammenhingen und die letzte Trennung gar nicht mal so lange her ist, haben wir zum Teil noch sehr, sehr stark verwandte und sich auch sehr ähnlich sehende Baumarten. Gerade bei so langlebigen Pflanzen wie Bäumen ist eine Trennung von ein paar lächerlichen, weiß ich nicht wie viele, aber schon vielen Jahren, aber das ist für Bäume, das dauert, bis die sich so weit auseinander entwickelt haben, dass nicht mal mehr eine Ähnlichkeit und eine Verwandtschaft mehr feststellbar wäre. Also ganz typisch, ja, auch hinsichtlich eben bei den Eichen kann man das sehr, sehr, sehr gut sehen. So, und dann, danke Schatz,
Das sind die Früchte und das in der Mitte ist eine Maroni der amerikanischen Kastanie. Also sprich, das Ding ist verglichen mit unserer Edelkastanie, die ja wirklich diese leckeren Maroni abschmeißt, ist das Ding hier ziemlich nutzlos. Ich kann euch keine besonderen Bestimmungsmerkmale nennen. Ich kenne das Ding ehrlich gesagt gar nicht und entdecke sie hier zum ersten Mal. Bin aber ziemlich begeistert und fasziniert davon. Aber ein deutlicher Unterschied ist einfach die Größe der Früchte. Man muss dazu sagen, dass die Maroni tragende Edelkastanie auch schon von den Römern züchterisch verändert worden ist. Ja, also die Römer haben nicht die Kastanie mit den super kleinen Früchten über die Alpen mitgebracht, sondern schon eine Auswahl von Kastanien und Abkömmlinge von den Exemplaren, die die guten Früchte gehabt haben, die großen Früchte. Und deswegen unterliegt eben unsere heimische, jetzt in Anführungszeichen, Castanea sativa, eben auch schon mindestens 2000 Jahren der selektiven Züchtung. Ist zumindest anzunehmen, dass die Römer das schon wussten und in dieser Hinsicht züchterisch tätig geworden sind. Das sind sie ja auch mit dem Wein immer schon gewesen. Und es wäre einfach blöde anzunehmen, dass sie nicht auch auf die Idee gekommen sind, dass man das mit der Maroni genauso machen könnte wie mit dem Wein. Bemerkenswert, sie haben meistens nur eine einzelne Frucht drin, wenn man sie dann aufmacht und nicht drei. Ja, krass. Das sind also, ja echt, die sind ja echt kümmerlich. Aufwand für ein so ein kleines Ding. Essbar dürfte das aber auch sein. Also abgesehen davon, dass man es jetzt als Mensch vielleicht... wenig Inhalt. Ja, wenig Inhalt, aber theoretisch essbar. Wenn ich alle habe, bleibt dann nicht viel. Mhm. Kein Baum, aber auch interessant. Vielleicht kennt jemand das da. Hat so lange Triebe, relativ stabil, leicht verholzend, die jüngeren Triebe, ne? Das wird irgendwann, ist schon eine Holzpflanze, wird auch irgendwann richtiges Holz, aber die jüngeren Triebe, die sind mehr noch ein bisschen ein anderes Material, hat Schoten. Ja, wurde neulich gefragt, ob das Ding mit der Bohne verwandt ist. Wo haben wir denn eine schöne? Hier haben wir eine schöne, da eine Schote und das ist der Ginster. Genau genommen handelt es sich hier um den Besenginster, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist früher genutzt worden, um eben diese Büschel hier, ne, diese Büschel hier zusammenzuwickeln und einen Stock zu machen und dann hatte man einen Reisigbesen. Also der ideale Besenbusch im Grunde. Ja, reicht an der Stelle auch schon zum Ginster. So, ich habe jetzt leider nicht das Objektiv drauf, mit dem das Ding vernünftig zur Geltung kommen würde, aber das ist die gerade noch lebende älteste Kastanie Deutschlands, Edelkastanie wieder. Ja, und gerade noch lebend, guckt mal, da gibt es noch ein bisschen Grün, ja, und da oben leider halt schon nicht mehr. Schätzungsweise, da kann man sich jetzt wunderbar streiten, ist das Ding 400, mindestens aber 300 und ja, ein durchaus sehr kapitales Bäumchen. Inzwischen wohnt auch schon ein Untermieter drin, wahrscheinlich mehrere und wahrscheinlich wird die auch nicht mehr allzu viele lange Jahre entsprechend leben. Was wir hier sehen können, das ist nochmal im inneren Bereich vom Stamm. Nicht außen an der Krone, wo es eigentlich sinnvoll wäre und besonders oben, wo es besonders sinnvoll wäre, sondern im inneren Bereich vom Stamm. Da hat sie noch ein paar schlafende Knospen gehabt, nennt man das. Wenn am Stamm selbst noch einzelne Knospen vorhanden sind, die dann später zu Notzeiten nochmal austreiben können. Und das ist der einzige Grund, weshalb hier überhaupt noch ein bisschen lebendes Blattwerk dran ist. Überleben wird sie trotzdem nicht mehr lange, also bestenfalls noch 2, 3, 4, 5 Jährchen mit ganz einzelnen Zweigen, aber dann ist die auch tot. Und das ist typisch für 2020, dass wir im Inneren des Baumes noch ein paar Austriebe sehen, denn abgestorben ist 2019 oder 18 der Großteil der Krone, mit Sicherheit 2019 oder 18. 2020 haben wir wieder ein paar Wiederaustriebe gehabt, weil sich die Situation etwas erholt hat. Und ja, reichen wird das nicht. Aber das ist ganz typisch und das kann man bei ganz vielen Baumarten und auch ganz vielen Individuen beobachten. Dieses, ich mache nochmal einen Rettungsaustrieb, einen Sonderaustrieb 2020, um nochmal ein bisschen was wieder reinzuholen, was die Jahre davor verloren gegangen ist. Sieht man besonders bei der Esche sehr häufig.
So, hier muss ich jetzt leider ein bisschen, da komme ich nicht besser ran. Hier haben wir einen super dicken Efeustrang neben einer Kastanie. Ja, das Bemerkenswerte ist einfach die Dicke von dem Efeu. Ich habe jetzt nicht gefragt, ob ihr wisst, dass es Efeu ist. Das weiß sowieso jeder bei dem Ding. Das ist fast schon ein Efeubaum. Der ist 30 Meter hoch. Und es gibt durchaus Bäume, die einen dünneren Stamm in Anführungszeichen haben als dieser Efeu. Man ist hier also sehr, sehr stolz auf den Durchmesser dieser einen Efeu-Ranke. Das ist das dazugehörige Blatt. Efeu zeichnet sich dadurch aus, dass er ein sehr dunkles Grün aufweist von der Hauptfärbung her, aber dann eben deutlich sich heller abhebende Blattadern auf der Oberseite. Das ist ein ganz, ganz charakteristisches Bild. Also diese Zweifarbigkeit, ein sehr hübsches Blatt, wie ich finde. Auf der Rückseite ist er dann nur noch in einem deutlich saftigeren Grün und die Zeichnung der Blattadern ist viel weniger deutlich. Hat ansonsten so ein bisschen was von Ahorn. Von der Blattstruktur her, aber durch dieses tiefdunkle Grün und natürlich die Wuchsform von Efeu, wenn man den irgendwo ranken sieht, ist es sehr simpel, auch den Efeu als solchen dann eben entsprechend auch zu erkennen. Ne? Also, wenn es rankt und eine verholzende Ranke ist und efeuartige Blätter hat, dann ist es auch der Efeu. Hedera helix. So, und oft auch in Strauchform am Wegesrand anzutreffen, ist hier unser Bergahorn. Der ist auch durchaus manchmal schwer zu bestimmen, weil er mitunter sehr spitz zulaufen kann, also sehr spitz zulaufende Blätter hat und dann gerne mal mit dem Spitzahorn verwechselt werden kann, weil der eben als besonderes Charakteristikum, deswegen heißt er ja Spitzahorn, eben immer super spitz zulaufende Blätter hat. Dieser hier ist eher stumpf, ist trotzdem ein Bergahorn. Bergahorn zeichnet sich dadurch aus, dass er ganz, ganz oft, sagen wir mal in 95% der Fälle, einen rötlichen Blattstiel Oberseite hat. Tada, wenn man es umdreht, sieht man den Farbunterschied. Ja? Das ist also ganz, ganz typisch. Das kann zwar der Spitzahorn auch haben, aber Stieloberseite, die rötliche Färbung. Und das nächste ist, wenn wir jetzt einen Spitzahorn, vielleicht finden wir noch einen, dann können wir sie gegenüberstellen, zum Vergleich hernehmen. Spitzahorn ist hier abgerundet. Ja? Also lustigerweise ist beim Spitzahorn das eben nicht spitz. Der hat wohl die Spitzen, aber er hat eine abgerundete Bucht. Die Bucht beim Bergahorn hingegen ist scharfwinklig, ja? Also wie ausgeschnitten und nicht abgerundet. Ist in jeder der Buchten so der Fall. Feldahorn kann es nicht sein, weil der hat viel kleinere Blätter und die sind auch ein bisschen anders geformt. Vielleicht sehen wir da auch noch einen, dann kann ich euch das auch noch zeigen. Aber ansonsten ist das so die wesentlichen Merkmale, wenn man einen Ahorn vor sich hat. Also Ahornblatt sind diese fünflappigen Dinger da. Ne? Das müsste man kennen. Das ist so das Einmaleins der Baumbestimmung. Ich hoffe, das ist bekannt. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Und die sehen alle mehr oder weniger so aus. Mal mehr lappig, mal ein bisschen weniger lappig, mal spitz zulaufend, mal weniger spitz zulaufend, aber immer grob diese Grundform. Ja? Und den kann man vor allen Dingen mit dem Spitzahorn verwechseln und mit der Platane übrigens interessanterweise. Vielleicht finden wir da auch noch eine. So, dann haben wir hier noch die Strauchhasel, die kennen sicherlich auch die meisten Leute. Das ist nicht zwingend die Haselnuss, die wir essen. Das ist zwar auch von der Strauchhasel, aber eine bestimmte Herkunft aus Italien, die einfach die wohlschmeckenderen Nüsschen produziert. Unsere heimische Strauchhasel macht auch Haselnüsse, aber halt einfach weniger groß, weniger zuverlässig, weniger Ertrag. Und daher, das Zeug meistens kommt aus Italien, was wir da so mampfen und nicht von unserer heimischen. Die Blätter sind gesägt, haben eine einzelne Spitze nach vorne. Die kann auch mal ein bisschen weniger deutlich ausfallen als jetzt speziell bei diesem Exemplar.
aber hier ist sie eigentlich sehr schön zu sehen. Sie haben eine raue, weiche, haarige Textur, wenn man sie anfasst. Man, also schon ein wenig kuschelig, die Blätter, definitiv. Und hier können wir auch noch den Zweig als Bestimmungshilfe heranziehen, denn... Ja, wunderbar. Hier kann man schön sehen, wir haben am Zweig auch diese hellen Flecken, also ein bisschen späteren Zweig. Ja? Hier geht es nach außen und hier ist der Zweig fertig. Und wenn man ein bisschen reingeht, kommen irgendwann spätestens da dann diese hellen Flecken. Na, stellst du scharf. Böse Kamera. Böse jetzt. Und das nennt sich Lentizellen und ist auch ganz typisch für den jungen, den nicht ganz jungen, aber den auch noch nicht alten Haselzweig. Dazu diese Blattform und die Haptik, die müssen sich auch so anfühlen. Was ich gerade sagen wollte, was die nicht haben dürfen, um noch Hasel zu sein, wäre hier und da jeweils noch eine Spitze. Die Mittelspitze, die ist okay, sofern sie dann vorhanden ist. Ne? Hier ist sie auch wieder, aber nicht ausgesprochen dreizackig. Also wenn hier noch und da jeweils noch eine lange Spitze wäre, dann hätten wir es mit einer Ulme zu tun. Also darauf unbedingt achten. Die Hasel darf an keinem einzigen Blatt die Ulmenspitzen haben, sonst ist es nämlich eine Ulme. Kann man also ganz leicht verwechseln, Hasel und Bergulme, schwierig. Aber wenn es nur ein Strauch ist, der eben am Wegesrand steht, dann ist es in, ich sag mal, 90% der Fälle, na, für 95% der Fälle ist es eine Hasel. Und man muss schon ganz genau hingucken, wenn man wirklich meint, man hätte mal eine Bergulme gefunden. Aber da Verwechslungsgefahr, absolut.